Der Männerreisetrupp lässt noch immer auf sich warten. Pippi, kommen gleich der Onkel und der Opa? Ja, beide Onkel kommen, ne? Kommt gleich der Papa? Im Mori, kommt der Papa gleich? Ja, der Papa kommt, ne? Der Papa tut sich drücken, ne? Und solange lassen wir dich noch mit Pippi kuscheln, ne? Dann kuscheln. Geh mal deinen Bruder fragen. Gehen wir mal auf die Suche nach Casey, den kleinen Freischlag. Casey! Casey! Kommt gleich der Papa? Ja! Und der Opa auch? Wir müssen mich aber jetzt vorher noch schick machen, ne? Ja! Machst du dich schick für den Papa? Ja! Wirklich? Nee! Wie nee? Schau mal Finger aus dem Mund, du Drecksack! Casey, kommt der Papa gleich? Mach mal Papa so. Mua. Mua, Papa kommt! Guck mal da, der Papa kommt! Wo ist der Papa? Casey, freust du dich auf den Papa? Ja. Und auf den Opa auch? Kommt der Opa auch? Nee. Doch. Okay. Wir freuen uns alle, oder, Ladies? Yes. Auf die Boys? Ja, Mann. Nee, ich stehe vor einem. Um das Warten zu überbrücken und den Jungs einen gebührenden Empfang zu bereiten, haben sich Serafina und Silvia etwas einfallen lassen. Was geben wir euch ab? Was macht ihr? Party. Ja. Wow, sweet. Ja, wir haben uns jetzt hier überlegt, so ein Willkommensschild zu machen. Und ja, damit stellen wir uns jetzt oben an die Straße und nehmen die Jungs in Empfang. Willst du Herz machen? Um die türkische Begrüßung kümmert sich Ali. Auch er freut sich auf die Jungs. Schließlich sieht er sie ja nur, wenn sie in der Türkei sind. Noch immer gibt es kein Visum für ihn und Servet. Bei Flo schreibst du Abi oder Bajana? Was heißt denn Akadash? Freund. Papa ist Papa. Akadash ist Freunde für Alex. Philo ist Abi, habe ich geschrieben, großer Bruder. Totosch für Peter. Totosch, wir haben mit Spaß machen immer mit Peters. Ja, Totosch ist so ein kleiner Insider zwischen Ali und Peter. Das heißt so, ja, sowas wie du Arsch. So. Das sagen die beiden halt immer aus Spaß zueinander. Und deswegen, ja. Konnte Ali sich das nicht nehmen lassen, das jetzt unter Peters Namen zu schreiben? Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal hoch. Die müssten ja jetzt jede Sekunde kommen. Und ich nehme das Schild. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie die drauf sind nach der langen Fahrt. Weil es sind ja einige an Kilometer, 3500 Kilometer, die die jetzt am Puckel haben. Ja, mal gucken, was die uns noch so zu erzählen haben. Gut, bis gleich. Tschö. Was sagt er? Sind Elijah. Oh. Jetzt kommt der Papa. Mama, gib mir mal das Plakat. So. So, Schatz. Aber da draußen auf die Straße. Die Vorfreude auf die Ankunft der Männer ist riesig. Die werden nach der dreitägigen Reise sicherlich geschafft sein und sich nicht nur auf die Familie, sondern vor allem auf ihr Bett und ein wenig Erholung freuen. Guck mal da. Da, komm! Oh! Hey, das ist doch... Das ist Loredana! Das ist Loredana, Junge! Hey! Hadi! Hadi! So, 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 gut! Schnell, 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 komm, schnell, 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 schnell! Hadi, ja? Schnell, schnell, schnell! Schnell! Da kommen die, glaube ich. Schnell, die kommen! Komm da, schnell, Loredana, schnell! Loredana. Geh dann in die Äste! In letzter Sekunde haben es Servet und Loredana auch noch geschafft, zum Willkommenskomitee dazu zu stoßen. Da kommen sie. Oh, komm, applaudieren. Guck mal, den Papa. Yeah. Wer kommt denn da? Der Papa. Papa! Es war anstrengend, ist aber super gelaufen. Kein Stau gehabt, gar nichts. Ne? Das Einzige war, die Pferde hat Verspätung gehabt. Ja, und er hat sich die ganze Zeit dann nach hinten verschoben. Ne? Aber ansonsten hat viel gesehen unterwegs. Ja, und war echt gut. Oh, geh mal zu Papa. Tütüt. Papa, Tütüt hier. Also ich bin auf jeden Fall mega happy, dass jetzt alle heile hier angekommen sind. Und ja,
diese anstrengende Fahrt hinter sich haben. Ist der Papa endlich da? Oh, guck mal da. Ist der Opa wieder da? Freust du dich? Die hat dich vermisst. Alles gut? Ja. Wie war die Fahrt? Aber erstmal gut, dass du gesund angekommen bist und nichts passiert. Da hatte ich echt Angst vor. Also, warte, bitte fahren aus. Hi. Alles gut? Ja. Schön, dass ihr jetzt da seid. Ja, an erster Stelle sind wir natürlich glücklich, dass alle hier gesund angekommen sind, dass nichts passiert ist. Und ja, das Wiedersehen mit den Kindern und auch mit Harald, das war wirklich sehr, sehr süß und wirklich wunderschön. So, Schatz, 2 Stunden ausruhen. Meine Lampen in den Kofferraum und wieder ab nach Hause. Nee, so schnell, so schnell nicht. Alles gut. Also auf jeden Fall schön, dass alle heil angekommen sind. Man sieht auch, wie kaputt die Männer sind. Ne, so ein kleiner Scherz am Rande, was ist? Lampen einpacken und wieder ab nach Hause, 2 Stunden Pause machen. Die sind kaputt. Die sind schachmatt. Aber schön, dass sie da sind, auf jeden Fall. Nach mehr als 3500 Kilometern ist das auch kein Wunder. Trotzdem überwiegt die Wiedersehensfreude. Wollt ihr mal auf einen kalten Schluck erst runterkommen, was trinken? Keine Cola? Ja, ich hab noch Apfelwasser. Ja, ich würde mal so sagen, wir haben es geschafft, ne? Der nächste Morgen in Ilitscha. Nach einer guten Mütze Schlaf geht es nun ans Auspacken der vollbeladenen Autos. Die Männer haben ziemlich viele Sachen aus Deutschland mitgebracht. Darunter auch eine Glasvitrine für den neuen Laden der Familie. Ja, die Nacht war echt super. Also ich persönlich, ich kann aktuell nicht klagen. Also ich habe geschlafen wie ein kleines Baby. Ja, es steckt noch hier und da, steckt das noch so ein bisschen in den Knochen. Man fühlt sich so ein bisschen ja, so wuselig im Kopf irgendwie so ein bisschen. Aber so im Großen und Ganzen bisschen durch, schlafen schon gut. Bisschen durch den Wind, ne? Ja. Wir beide haben auch gut geschlafen, also Alex und ich. Ja, die Fahrt sitzt noch so ein bisschen im Körper. Also wenn man sich hinsetzt, dann merkt man das im Hinterteil noch. Ja, aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. So, dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob alles heile geblieben ist. Voll. Ich hoffe, dass die Vitrine heile geblieben ist. Ja, das hoffe ich für dich, na klar mit, ne, Peter. Ja, also das war alles nicht ganz so einfach, diese Holperpiste, die wir gefahren sind. Das glaube ich dir. Ja, also eine ganze Ladung hat mir eigentlich so interessiert, dass die Prinzessin Diana-Ecke hier, also die Vitrine hier heile ankommt, weil sowas kriegst du hier absolut nicht. Dein Schwangerschaftskissen, Schatz? Ja, Mann. Schatz, leg mal die Birnen hier rein. Schön chillig schlafen. Also wenn das kein Tetris ist, ist Perfektion, ja, das war Packen am Limit. Aber Gott sei Dank muss man das am Zoll nicht auspacken, an der Grenze, ne? Ja, du musst Gott sei Dank nur ja, Flo's Auto ausladen. Trotz 3500 Kilometer Fahrt scheint in Peters Auto noch alles an Ort und Stelle und vor allem heil zu sein. So, das Wichtigste kommt jetzt, schön aufs Dach. Ist ja gar nichts dran. Deine Angeln? Ich hoffe, die sind nur heile. So viele Schlaglöcher, die wir mitgenommen haben. Das sind die Geburtstagsgeschenke, glaube ich, von den Jungs, wenn mich nicht alles täuscht. Sind die Geburtstagsgeschenke für die Jungs. Hier steht auch bei jedem auf dem Zug drauf, um wie viel Uhr die geboren sind, wie groß die sind, der Name und. Finde ich was Tolles. Ja, schön, aber was ist jetzt mit Silvias gläserner Lady Diana Vitrine? Dann stell ich den erstmal unter, die ist ganz. Ja? Ich hoffe, ja, das ist so Metallic, ne? Die ist ganz. Schatz, den würde ich direkt in unserem Auto tun. Das ist von der Prinzessin Diana. Warte, ich mach dir Auto auf, die Vitrine. Vorsichtig. Schatz? Also, die ist ganz, Schatz. Schätzt du, die ist ganz? Ja. Ja, du warst ja vorher in der Möbelbranche, also weißt du ja, wie die Kartons geschleppt werden, ne? Ja. Was sagst du, würdest du den mitnehmen jetzt unten oder würdest du sagen, ab, ich will einen neuen Karton? Ist da alles ganz drin? Würdest du noch mitnehmen? Nur äußerlich. Okay. Würde ich auch sagen. Also in den beiden Kartons ist die Prinzessin Diana Vitrine. Und so wie sich das anhört und auch gerade von einem Fachmann gehört habe, da dürfte eigentlich nichts dran sein. Er wird es auch auf dem Lager mitnehmen. Ich muss sagen, Gott sei Dank. So, und wir haben das jetzt soweit alles verteilt, wo das hin soll. Und wer noch was von dem anderen drin hat, das weiß man ja.
Aber super, jetzt haben wir wenigstens die ganzen Sachen schon mal hier verteilt. Mama, wo kommt das Terrankochfeld hin? Ah, das Terrankochfeld kommt ins Auto. Aber nicht du! Nein, der Peter kommt, du auch nicht. Ja, wir haben hier noch ein Keramikkochfeld. Wir wollen uns drüben im Laden selber eine Küche bauen. Und da wir zu Hause noch Kochfelder hatten, haben wir gesagt, dann nehmen wir mit, wenn es passt. Weil warum? Gerade die Kochfelder sind hier sehr teuer und bei uns zu Hause fliegt es noch rum. Viele Hände, schnelles Ende. Ne? Und ich muss sagen, hat auch gut geklappt bis jetzt. Ja, die Hauptarbeit kommt jetzt noch, ne? Alles auspacken und ja, zuordnen, eben, wo es hinkommt. Ne?